Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Ja, es ist wieder Zeit fürs nächste los. Hallo, ich finde immer toll, etwas mit einem Avocado zu machen, wobei diese nicht im Salat oder als Dip genutzt wird. Ansonsten wäre mal toll, etwas mit den Zutaten Paprika, Gurke, Möhre, Kokosmilch, wobei mir etwas zu kochen, kein Salat, lieb wäre. Ich würde mich freuen, mach weiter so, liebe Grüße Becky. Achso, nochmal Becky hier, ich habe die Champignons vergessen. Okay, also etwas zu kochen, also etwas Warmes mit Avocado. Mal schauen. Okay, für euch wieder. Bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Hallo und willkommen zurück. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Wunsch von Becky schon an meinem Kühlschrank hängt, aber er macht mich total wahnsinnig. Ja, ich habe ihn fast überhaupt nicht getestet, was das Rezept anbelangt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich eigentlich daraus machen könnte. Denn ja, sie wollte gerne was mit Avocado haben, aber kein Salat und kein Dip und was gekocht ist. Aber was gekocht ist mit Avocado ist ein bisschen komisch. Deswegen ist es im Endeffekt doch irgendwie ein Salat. Mehr oder weniger. Naja, die Zutaten waren auf jeden Fall Avocado, Paprika, Gurke, Möhre, Kokosnussmilch, obwohl ich mich diesmal nicht für die Kokosnussmilch aus der Dose entschieden habe, denn die hat für dieses Rezept einfach zu viel Fett. Und zu guter Letzt Champignons, ja, bringen wir es hinter uns. So, zuerst mal braucht ihr etwas Mehl, und zwar habe ich hier Dinkelmehl Typ 630. Da könnt ihr eine kleine Prise Salz hineingeben. Da gebe ich jetzt noch einen Esslöffel feine Kokosraspeln rein. Und daraus machen wir nachher Pfannkuchen. Und bei Pfannkuchen ist es eigentlich immer so, ihr braucht doppelt so viel Flüssigkeit, wie ihr Mehl habt. Das heißt in diesem Fall 400 ml Kokosmilch. So, um mit einem Schneebesen oder auch mit einem Pürierstab zum Beispiel könnt ihr jetzt den Teig schön fein verrühren. Damit auch wirklich alle Klümpchen verschwunden sind. Und den Teig könnt ihr jetzt erstmal stehen lassen. Das ist auch wirklich immer gut, wenn ihr bei sowas den Pfannkuchenteig eine Weile stehen lasst. So kann auch der Klebereiweiß aus dem Mehl ein bisschen aufquellen. Und damit ist das nachher beim Braten auch ein bisschen einfacher. So, dann braucht ihr von der Gurke, den Möhren und den Pilzen ungefähr 100 Gramm. Die Gurke und alles könnt ihr mit Schale lassen, je nachdem, ob ihr jetzt Bio gekauft habt oder nicht. Und die Möhren lasse ich auch mit Schale. Und alles drei gebe ich einfach durch eine solche grobe Reibe durch. Ja, die Pilze durch die Reibe zu geben ist ein bisschen tricky. Wenn ihr jetzt nicht alles genau durchbekommt und solche gröberen Stückchen noch übrig habt, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Versucht es einfach möglichst zu zerkleinern. Dann habe ich hier eine kleine Paprika. Das sind auch ungefähr 100 Gramm. Die könnt ihr erstmal von ihrem Gehäuse befreien. Und dann einfach in ganz feine Würfel schneiden. Und mit zu dem anderen Gemüse geben. Das Gemüse könnt ihr dann einfach ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern und etwas frische Kräuter dazugeben. Ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Petersilie. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Basilikum nehmen. Oder wenn ihr mögt, Dill zum Beispiel, Schnittlauch. So, mit dazugeben. Und mit der Hand könnt ihr das Ganze jetzt einfach mal schön durchkneten. So eine Minute ungefähr. Damit sozusagen das Wasser ein bisschen austritt. Ja, wenn ihr nachsalzen wollt, dann am besten jetzt nochmal. Dann nochmal schön durchkneten. Und dann können wir das Gemüse erstmal beiseite stellen. Dann habe ich hier eine Avocado. Das sind jetzt so ungefähr 150 Gramm. Die könnt ihr halbieren und das Avocado-Innere in einen etwas tieferen Teller geben. Dann kommt ein Teelöffel Senf dazu und ein kleiner Schluck Apfelessig oder Balsamico-Essig, ein kleines bisschen Salz und mit der Gabel könnt ihr jetzt die Avocado ganz einfach zerdrücken. Also sie sollte auch wirklich schon weich sein. Und sozusagen dann mit dem Senf und dem Essig vermischen. Und schon habt ihr eine super schnelle Avocado-Creme. Ja, die können wir auch erstmal beiseite stellen.
denn die brauchen wir gleich. Dann braucht ihr eine flache, beschichtete Pfanne. Die könnt ihr erstmal heiß werden lassen. Ja, ich nehme jetzt Kokosöl, weil es jetzt einfach zu den Pfannkuchen auch am besten passt. Aber auch so zu Pfannkuchen finde ich Kokosöl echt praktisch zum Braten. Ihr braucht wirklich nicht viel davon. Wirklich nur ein paar Spritzer. Verteilt es schön in der Pfanne. Dann könnt ihr eine Kelle von eurem Teig nehmen. Und wenn die Pfanne dann wirklich heiß genug ist, dann könnt ihr sozusagen in der Mitte der Pfanne anfangen, den Teig zu verteilen und ruhig mal ein bisschen ankippen, dass ihr das sozusagen schön gleichmäßig verteilt. Und der Pfannkuchen auch wirklich nicht zu dick wird. Dann wartet eine Weile, bis wirklich der ganze flüssige Teig oben durch ist, also nicht mehr roh ist. Dann ist der richtige Zeitpunkt, dass ihr den Pfannkuchen wenden könnt. So, jetzt sieht er gut aus. Einmal wenden und noch mal ganz kurz von der anderen Seite anbraten. Ja, wie dunkel ihr euren Pfannkuchen im Endeffekt macht, ist euch überlassen. Allerdings wollen wir den nachher gleich einrollen. Das heißt, wenn ihr den jetzt zu dunkel macht und er zu fest wird, dann könnte es sein, dass das Einrollen ein bisschen schwierig wird. Aber selbst dann könnt ihr, glaube ich, einfach den Pfannkuchen noch ein bisschen liegen lassen. Dann wird er auch wieder weich. So, wenn ihr meint, dass euer Pfannkuchen genug hat, dann nehmt die Pfanne vom Herd und gebt den Pfannkuchen gleich auf einen Teller, damit er erstmal ein bisschen auskühlen kann. So, wenn euer Pfannkuchen ein bisschen abgekühlt ist, dann nehmt eure Avocado-Creme und verstreicht sie wirklich ganz dünn auf den Pfannkuchen. Dann nehmt euer Gemüse und verteilt es ebenfalls ganz dünn darauf. Also diese Menge reicht im Grunde schon für einen Pfannkuchen. Den könnt ihr wirklich sehr gut in alle Richtungen verteilen. Und jetzt müsst ihr ihn ganz einfach nur noch vorsichtig einrollen. Immer ein bisschen straff ziehen, damit nicht so viel Luft nachher in der Rolle drin ist. Und schon habt ihr eine Kokos-Avocado-Gemüserolle. Die könnt ihr jetzt entweder, wenn ihr wollt, auch so im Ganzen essen. Oder aber, wenn ihr es etwas schick machen wollt, dann schneidet einfach einem scharfen Messer ein paar kleine Röllchen ab und richtet sie zum Beispiel als Vorspeise an. Ja, und so einfach habt ihr Kokos-Avocado-Gemüserollen gemacht. Und ich habe das Rezept jetzt mal mit Absicht nicht so viele elektrische Geräte benutzt, also den Herd natürlich, aber zum Beispiel die Avocado-Creme ganz einfach mit der Gabel zerdrückt. Und anstatt irgendwie das Gemüse ja vielleicht mit einer Maschine klein zu raffeln, ganz einfach per Hand gemacht. Ja, finde ich auch mal ganz entspannt, das mal ohne so viel Elektrozeug zu machen. Naja, mal kosten. Ist echt lecker. An den Kokos schmeckt man wirklich noch raus. Das hätte ich jetzt gedacht, dass man mit der Avocado und dem Gemüse da drin ja, die Kokosmilch oder die Kokosflocken nicht mehr rausschmecken würde. Aber man schmeckt es echt noch raus und das Ganze schmeckt also total frisch, würzig. Also ich finde es lecker. Ich finde, das Ganze erinnert mich ein bisschen an ja, Wraps. Also wenn man sozusagen eigene Wraps macht und die mit frischem Gemüse füllt. Ist geschmacklich mehr oder weniger das gleiche, aber mit dem Kokosteig dazu bekommt das Ganze wirklich noch eine ganz andere Note. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für deinen Wunsch, Becky. Das wollte ich schon ganz lange machen. So, ich sehe dich im nächsten Wunsch. Wenn ihr noch Zutatenwünsche habt, dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare und dann bis zum nächsten veganen Kochen. Tschüss!
Hä?